Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ Jim und ich heiße euch jetzt kommen in War Thunder. Das Update ist da, Hot Tracks, es ist aufgespielt, wunderbar. Ja, ich werde hier die ganzen Neuerungen ein bisschen anders einmal vorstellen, weil ich habe mir jetzt hier die Liste auf dem Tablet geladen und dann gehe ich hier erstmal die Flugzeuge mit euch durch, im nächsten Video die Bodenfahrzeuge und so weiter. Dann ist das nicht so wirrwarr und ein bisschen strukturierter. Im Übrigen, heute hat das Operation Winter ist gestartet. Hier könnt ihr das extra nachgucken. Ja, was halt zu gewinnen ist, ist ja schon vorgestellt worden. Einmal dieser Flieger von den Italienern, dann den MiG-21 bei Russland, der EBR von den Franzosen, dieser Panzer, dann hier Class 3 Coupon, was auch immer das sein soll. Ah ne, das ist einfach nur ein Skin, glaube ich, gewesen. Oder war das ein Panzer? Und Typ K8. Die USS Baltimore und dann gibt halt hier die entsprechenden Skins. Wie kriegt man das Ganze? Ganz einfach, ihr müsst, ihr habt 2 Tage Zeit und müsst entsprechende Aufträge halt hinkriegen, ne? 3 von den 5 Aufgaben, die hier aufgelistet sind, 3 müsst ihr erreicht haben und dann kriegt ihr den Stern und irgendwann kriegt man halt entsprechend nach 2 Sternen, 3 Sternen irgendwann mal, kriegt man dann halt entsprechende Belohnung dafür. So das übliche Thema. So, jetzt gehen wir, wie gesagt, auf Flugzeuge. Wir sind erstmal bei Amerika. Da haben wir die PBM-1 Mariner gekriegt. Wir haben auch die 3er-Version. Die gab es in irgendeinem Event. Ich weiß nicht mehr welches. Ist schon wieder so ewig her. Man schreibt sich halt auch sowas nicht alles immer auf. So, PBM Mariner. So, wir haben 5 Kanzeln, 12,7 mm Browning-Maschinengewehre verbaut. Hier ist welche, also hier ist eine, da und da, links und rechts, hier oben ist einer, hier hinten ist einer. Kann man hier deutlich alles genauer sehen. Ein schönes, ja, Marineflugzeug kann man sagen, ein schönes Flugboot. 330 km/h schnell, 30 Sekunden in der Wendezeit, Steiggrade liegt bei 4,4 Meter. Geschwindigkeit, Wendezeit und Steiggrade sind aufgrund der Module, die hier drin sind, ne, natürlich ausbaufähig. Also das lässt sich schon ein bisschen mehr hochschrauben. Hier, wenn ihr den neuen Motor drin habt, ihr seht, bei Geschwindigkeit 5,8 Kilometer oben drauf. So, wir gucken jetzt nach der Bombenqualität. Was haben wir zur Verfügung? 12 x 100 Pfund Bomben, 4 x 500 und 2 x 1000 Pfund Bomben. Oder ihr nehmt einfach mal hier die 4 x 1000 Pfund Bomben, 6 x 500 Pfund oder 6 x 250 Pfund. Ja. Also ein rein, wie ihr seht, das ist ein komplett reiner Bomber und den kann man auch in den Marineschlachten wunderbar verwenden, gehe ich mal davon aus. Mit dem könnt ihr sogar in den Marineschlachten Zonen einnehmen, das ist möglich, nur mit dem Landen seid vorsichtig, man reißt sich immer so schnell die Flügel ab, ey. Man macht sich so schnell kaputt, also da muss man wirklich sich ein bisschen einüben, aber es ist machbar. Gut, das war's zur PBM-1 Mariner. Jetzt kommen wir zur Männchen, da F84F und dann zur A7D. Wir gucken uns die F84F an. So, ja. Wie schon vorgestellt in Devblog News, sieht ganz nice aus. Die Amis haben davon was bekommen und noch viele andere Nationen. Guckt euch mal das hier an. Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht vorhin. Das ist eine Atombombe. Abzeichen. Echt krasse Scheiße. Das sieht echt geil aus. Ja, übrigens, wie ihr seht, der Hangar sieht wieder hübsch aus. Muss auch noch bedeuten. Ja gut, nicht mehr so hübsch wie früher. Also jetzt ist es deutlich hässlicher eigentlich. Früher sah es ein bisschen mehr aus. Aber die meisten haben bei den zu vielen Klimmer auch abgekotzt, muss ich sagen. Es war auch echt zu viel Klimmer. Jetzt geht's einigermaßen. Ne? Ja. So kann man es sagen. So. 12,7 mm Maschinengewehre. 6 Stück davon insgesamt. Verbaut, 1800 Schuss ist eigentlich nicht schlecht. So, dann haben wir 1089 km/h Geschwindigkeit, wie gesagt, lässt sich auch noch ausbauen. Wendezeit liegt derzeit bei 29,9 Sekunden und Steiggrade bei 31,1 Meter pro Sekunde. Ja, die Steiggrade ist gar nicht mal so schlecht, muss man schon sagen. So, dann gucken wir mal hier die Bewaffnung. Okay, also wie bei den üblichen Vorgängermodellen von den F84, ne? 1000 Pfundbomben 4-mal, von den 2000er nur 2. Dann haben wir diese HVAR-Raketen, die sind eigentlich eher selten in Benutzung, weil die einfach nicht viel Schaden machen, wie ihr seht, 36 mm. Und ja,
fliegen halt nur Kerzen geradeaus. Also ne, kleine Bodenziele, schwache Bodenziele mit bekämpfen kann man auf jeden Fall, aber größere Sachen auf keinen Fall könnt ihr das machen. So, 4x500 Pfund, dann hier ist nochmal hier mit den HVAR-Raketen, hier ist dasselbe, nur halt anders da unter den Flügeln stationiert. Ja, dann 4x250 Pfund Bomben und 42 Mighty Mouse. Guckt euch das mal an. Mighty Mouse, ihr seht 290 mm Durchschlagsleistung auf ne, sogar 2000 Meter Entfernung. Das ist böse, das ist echt krass. Also durchgehend 290 mm, da gibt es keine Veränderung. Die Rakete macht diesen Schaden. Und 42 Stück davon, ich würde glatt behaupten, in der Karte könnt ihr ganz viele Bodenziele damit bekämpfen. Und in den realistischen Panzerschlachten würde ich behaupten, könnt ihr auch viele Panzer mit platt machen. Ne? Gut, ihr müsst halt natürlich Rating 8,7. Ne? Es sind trotzdem noch viele dabei, die könnten wirklich ganz schnell mal geschnetzelt werden. Ne? Das ist schon böse. Gut, dann gehen wir weiter. A7D. Ja, das ist das Tragemonster. Das Ding kann wirklich tragen. Also, ich habe mich darüber nochmal informiert. Das ist so richtig, den kannst du eher als Bomber bezeichnen. Also, das ist wirklich ein Tragemonster. Hier an den Seiten kann man Sidewinder-Raketen befestigen. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Sie haben, wie gesagt, jede Fläche möglichst genutzt, um damit was zu transportieren. So, wir haben starr verbaut eine 2 cm Maschinengewehr, also Geschütz. Ne, mit 1000 Schuss, Entschuldigung. Finde ich ganz nice. In der Beschreibung stand nämlich nichts drin davon. Nö, da war überhaupt nichts. Ah, mal kurz was trinken. So, 1114 km/h. Dann haben wir 35,4 Sekunden der Wendezeit. Steilgerade 42,6 Meter pro Sekunde. Ist nicht schlecht. Lässt sich aber noch ausbauen. Vor allem müsste man das, weil die Bombenqualität, was es dringend tragen kann, ist schon enorm. Ich habe nämlich noch ganz kurz mal Looky Looky gemacht. Ja, sieht schön aus, wie ein Weihnachtsbaum. Also, oh. Ich sag nur Jingle Bells, Jingle Bells. So, was hier wichtig ist, was ich euch nur empfehlen kann, weil hier Sidewinder-Raketen sind. Wir haben die J-Version, die haben die E-Version. Die J-Version ist deutlich besser, weil die erst nach 20G ihr Ziel aus den Augen verliert. Und ziemlich große Reichweite hat, also jetzt mal ehrlich, 18 Kilometer, das ist wirklich krass. Und bei 50 Kilometer kann man das Ding einloggen und einfach abschießen. Also das Ding ist richtig geil, ne? Richtig nice. Und die Zweitversion davon, naja gut, 18 Kilometer Reichweite, auch mit dem Abschuss ist gleich, aber bei 10 Kilometer, 10 Kilometer, bei 10G verliert das Ding sein Ziel aus den Augen. Und 10G können viele Jets noch erreichen, in der Kurve zu machen. Es gibt wirklich viele, die das noch machen können. Und dann fliegt das Ding einfach geradeaus weiter und weiß nicht, was tun soll. Bis ihm der Sprit ausgeht und er nicht mehr fliegen kann. Also bleibt lieber bei der J-Version. Ne? Kann ich euch nur empfehlen. So, 24 500 Pfund Bomben. Holla die Waldfee. Dann, wie gesagt, das mit den Dingern hier. Dann haben wir hier die Möglichkeit, 12 mal 1000 Pfund Bomben zu tragen und diese Sidewinder-Raketen, die langlebigen, dann 6 mal 2000 Pfund Bomben, damit kann man echt einen Flughafen fast platt machen. Echt kranke Scheiße. Dann hier können wir nochmal, also das sind mit den schlechteren Luft-Luft-Raketen, ne? Seht ihr ja, könnt ihr auch nochmal 12 mal Pfund Bomben, also dasselbe wie hier oben. Gehen wir hier auf das hier, das sind 750 Pfund Bomben. Die sind auch nicht gerade wenig, die sind auch nicht gerade schlecht. 14 Stück davon mit den guten Luft-Luft-Luft-Raketen. Hier jetzt 24 250 Pfund Bomben. Dann haben wir hier 114 Mighty Mouse Raketen mit den Luft-Luft. Also, das ist schon krank. Dann hier Gau-Kanonen, 30 mm Dinger. Die sind echt krank drauf, die Dinger. Also, wenn ihr auf das Layout hier aufsteigt, seid ihr auch nicht gerade schlecht drauf, ne? Da könnt ihr gut Flugzeuge abschießen, aber nicht gerade wenige. Dann haben wir hier nochmal mit 2 cm die M61 Geschütze mit deutlich mehr Munition, die sind natürlich auch nicht schlecht. 2400 Schuss pro Gondel, das ist schon nicht ohne, also kann man auch gut arbeiten, ne? Hier sind halt wirklich nur 706, aber trotzdem. So, Luft-Luft-Ziele, ja, das könnt ihr selber entscheiden, ob ihr dieses Layout wollt. Ich würde mich eher für Bodenziele entscheiden. Ne, oder halt das hier oben, ist auch eine ganz nice Alternative. 24 500er, eigentlich brauche ich das nicht mehr vorlesen, weil das ist ja wirklich hier dasselbe wie oben. Ne. Nur das mit dem Mighty Mouse finde ich echt krass. Also das Ding hier
egal, realistisch, Arcade, kann man richtig schön viele Ziele platt machen. Also echt kranke Scheiße. Echt kranke Scheiße, echt heftig. Gut, dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir bei Deutschland haben wir eine. Also da haben wir nur eine F84 bekommen. Brauche ich nicht eigentlich vorstellen, aber vielleicht den Skin mal zeigen. Ne, das ist der Bundeswehr-Skin, sieht ganz nice aus. Haben sie ganz schön gemacht. So, dann gehen wir mal weiter. Bei den Amerikanern, nicht Amerikaner, nee, bei den Russen. Gut, MiG-21 steht hier drin, aber das ist ja ein Eventflugzeug, daher kann ich das auch noch nicht vorstellen. Das kommt erst noch. So, dann gehen wir mal zu den Briten über. Die Briten haben die Buccaneer und die Hornet. Hornet? Wo sind die Hornet? Hä? Ich sehe nur die Buccaneer. Ach, Premium. Okay, also Hornet. Kennen wir alle, ne? Die Hornet ist ziemlich was? Für den Preis? Wollt ihr mich verscheißern? Naja, haben sie mal wieder einen Arsch offen. So, Hornet. Ja, kann man, ja, als Abfangjäger. Man kann damit auch Bomben tragen, aber würde ich jetzt eher nicht so empfehlen. Nicht für den Preis. So, 20mm Hispano-Kanonen. Viermal verbaut. 760 Schuss. 804 km/h schnell. Das ist natürlich alles schon ausgebaut, ne? Kein Stockzustand. So, Wendezeit liegt bei 24 Sekunden, Steiggrade 34,3 Meter pro Sekunde, ist nicht schlecht, aber ja. So, gehen wir mal hier auf Modi ein, dann sagt auf das hier. So, das ist das Bewaffnungssystem, das zusätzliche. Da können wir hier die RP-3 Raketen, die sind jetzt nicht der Burner, zum 1000 Pfund Bomben. Das hier ist auch nicht die, die AP-MK2 Raketen sind auch nicht der Knüller, wie ihr seht. Wir haben hier viermal und 2000 Pfund Bomben. Dann, was ist das hier? Selbe Modell oder was? MK1? MK2, okay, das ist der Unterschied, aber das ist jetzt auch nicht der absolute Oberburner. Also ihr seht, diese Raketen brauchen wir jetzt nicht. 2000 Pfund Bomben, dann können wir hier diese RP-3 Raketen nochmal mit den 500 Pfund Bomben hier, ne? Oder ihr macht das einfach mit, nur diese Raketen nehmen. Die Raketen sind jetzt nicht der Oberknaller, das seht ihr ja. Die sind jetzt nicht der Oberburner. 4.880 Golden Eagles. Nee. Nee, das ist zu teuer, Gaijin. Entschuldigung, aber ich weiß, was eine Hornet drauf hat. Ich weiß, was man im Head-to-Head-Zustand mit einer Hornet anstellen kann. Aber trotzdem, das ist einfach zu übertriebener Preis. Das ist viel zu teuer. Das sollten sie da nochmal überdenken und sagen, ja komm, machen wir mal eher nicht. Weil ich, wie gesagt, ich weiß, was eine Hornet drauf hat. Vor allem, das ist die MK1, die MK3 kriegt ihr hier einfach so zum Erforschen. Und die ist sogar deutlich schneller, würde ich behaupten. Ne, deutlich langsamer, okay. Hä? Wo ist denn... Das ist auch wieder keine Logik. MK1 ist... Vielleicht wegen der Qualität an Bomben oder so. Keine Ahnung. So, gehen wir zur Buccaneer. Machen wir mal schnell die Buccaneer. So, Buccaneer S2. Das ist natürlich ein Tragemonster, genauso wie der andere Kollege bei den Amerikanern. Da kann auch ganz schön viel mit sich rumtragen. Hat aber keine Bordbewaffnung. Das ist ein Nachteil. Wortwörtlich keine Bordbewaffnung. So, 1090 km/h schnell. 32,7 Sekunden in der Wendezeit. Steiggrade liegt bei 37,1 Meter pro Sekunde. Ne? Gucken wir gleich mal hier die Bewaffnung. Wie ein Weihnachtsbaum. Wie ein Weihnachtsbaum. So, hier gibt es nur eine einzige Version von Luft-Luft-Raketen. Also... IM-9, wie ihr seht, das ist die B-Version, die ist natürlich im Negativ, wie ihr seht, hat nur 10 Kilometer Reichweite, bei 4 Kilometer lässt sich erst einlocken und 10, bei 10G ist Schluss. Also auf die kann man sich nicht zu 100% verlassen, aber man kann sie trotzdem nutzen. So, dann gucken wir mal weiter, Leute. Dann haben wir hier von den 500 Pfund Bomben 16 Stück verbaut, ist auch eine ganz nice Geschichte. Ja, aber 4x 1000 und 12x 500, das ist auch eine ganz nice. So, dann schauen wir mal hier. 6x 1000 Pfund Bomben. Hier dasselbe. Bisschen, ja. Das Einzige, was mich interessiert, ist die Bullpup. Okay, ja, die macht nicht so viel Schaden. Dann hier von den 1000er Pfund. Ihr seht, das sind 4 Stück. Was machen die Raketen? Ach, die RN-Raketen, schon wieder. RN-Raketen sind scheiße, Leute. Sie sind gut gegen Flugzeuge, sie fliegen geradeaus, sind verdammt schnell. Aber das Problem ist halt, sie machen kaum Schaden, höchstens an Flugzeugen. Die kann ich euch nicht empfehlen, gegen Bodenziele zu verwenden.
Aber gegen Luftziele wunderbar. Davon habt ihr 72 Schuss. So, dann haben wir hier die RP3. Die kennen schon die meisten von euch. Die sind jetzt auch nicht der absolute Burner. Also, ne? So, was haben wir hier? Wieder Luft und die 1000 Pfund. Gucken wir mal hier lieber nach. Oh, was ist das? Täuschkörper. Das ist gut. Alter Scheiße. Okay, gehen wir mal hier durch kurz. 24 500 Pfund Bomben, 16 mal 1000 Pfund Bomben, also ihr könnt wirklich Zonen platt machen. Wow, was das Ding anstellen kann in realistischen Luftschlachten, oh, oder im Boden, also Panzerschlachten. Ach du Kacke. Boah, will ich mir gar nicht ausschreiben. Oder ausmalen. So, 4 mal 1000er, 24 500er, alter Verwalter, guckt euch das an, das ist ja mal, das ist, wow. Ja, das hier würde ich eher schlecht bezeichnen. Die Täuschkörper, cool. Aber dann diese schlechten Raketen, ich weiß nicht. Naja, also ich würde eher hier aus dem oberen Bereich mir eher was auswählen wollen, ne? Obwohl das hier ist auch nicht schlecht, ne? 10 mal 1000 Pfund und dann noch die Täuschkörper, weil das Ding halt so langsam ist und halt anfällig ist gegen Luft-Luft-Raketen. Könnte man das eigentlich in Betracht ziehen, ne? Könnte man machen. Und das hier ist auch nicht gerade schlecht. 500 Pfund Bomben und dann von den Tausendern und die Täuschkörper, ja. Also, ihr seht, noch so ein Tragemonster, mit dem man richtig schön große Flächen einfach mal in die Luft jagen kann oder besser gesagt im Brand stecken kann. So, dann, wo geht's hin? Zu den Chinesen. Die haben auch was bekommen. China, ah, da, auf Rating 1.7, V11. Das ist doch eine Baby 1, das sehe ich doch. Also echt jetzt mal. Aber eine Baby 1 mit, guck mal, die hat hier Maschinengewehrbewaffnung. Okay, also wir haben einmal eine 792 Maschinengewehr Browning verbaut. Das ist wohl die hier hinten. Und viermal 792 hier in den Flügeln. Das ist natürlich gut. Das hat eine Baby 1 nicht. Ich glaube, eine Baby 1 hat nur zwei von den 7ern. So, 342 km/h schnell. 22,9 Sekunden Wendezeit, Steilgrade 4,8. Okay, Steilgrade ist nicht drin. So, Bewaffnung. Eine 500 Pfund Bombe und zwei 2x250 Pfund Bomben. Also, tragen kann er nicht allzu viel. Aber dafür kann man sehr viel damit abschießen, würde ich behaupten. Rating 1,7, da sind noch viele Doppeldecker unterwegs. Gut, dann gucken wir weiter. Italien, die hat die F-84 bekommen. Gut, da brauche ich jetzt nicht allzu viel drauf einzugehen, glaube ich. Wir gucken uns höchstens mal den Skin an. Mal schauen. Weil es ist dasselbe Modell wie bei den anderen auch. Ja, okay, das ist aber nicht so schön. Finde ich das von den Amis besser? Ja. Schönes Teil. So, wen haben wir als nächstes? Die Franzosen haben eine F-84 bekommen und im Premium-Format. Gut, die Premium, die gucken wir uns mal kurz an. Ist die anders da als die anderen? 1111 km/h. Ja, so ein klein bisschen schneller, aber auch sehr teuer. 8560 Golden Eagles. Oh, guck mal, schöner Skin. Sieht nice aus. Irgendwas besser, irgendwas schlechter. Ja, die steigt gerade 45,5 Meter. Die Wendezeit ist auch deutlich besser mit 46,3. Guck mal kurz mal bei Bewaffnung ist dasselbe. Okay, wollte schon sagen. Also hier sind nur ein paar kleine Werte, die so verbessert sind. Aber er ist halt sehr teuer. Das ist ein bisschen zu teuer für meinen Geschmack. Aber ich glaube, er wäre trotzdem von dem. Ja, es ist schwer zu sagen. Ist das wert zu kaufen für den hohen Preis? Ich sag mal, nimmt man mal 3000 Golden Eagles runter, Gaijin, dann würde ich behaupten, kann man ihn wirklich ganz gut gebrauchen bei den Franzosen. Ne? Ja, hier ist das übliche Modell, wie wir es halt so kennen. Da gucken wir uns auch mal kurz den Skin an. Ja, nicht allzu hübsch. Na, das von den Amis finde ich schöner. Könnt ihr mal in die Kommis reinschreiben. So, was haben wir noch in der Liste? Bei den Schweden ist was eingeplackt an Flugzeugen. Oh, ich sehe es schon. Aber wartet mal. Das ist dasselbe Panoramafenster wie hier. Okay. Gucken wir uns das Baby mal an. SAAB 105G, Entschuldigung. Auch wieder dasselbe mit den Gondeln.
Okay, 30 mm Gondeln halt unten drunter, dann 936 km/h, 26,3 Sekunden, in der Wendezeit Steilgrade 36,5. Gucken wir mal, Bewaffnung, okay. Oh, der kann aber deutlich mehr tragen als sein Vorgängermodell. Okay, wir haben hier keine Sidewinder-Raketen, aber wir haben Raketen, die bei 10G auch aufgeben. Naja, gut. Aber 1000 Pfund Bomben kann der tragen, 750 Pfund Bomben mit denselben Raketen oder hier die 550 Pfund Bomben. Was ist hier mit den Gondeln? Das sind die 30er Arkan. 1000 Pfund. 4x 750 Pfund. Okay, wir haben jetzt endlich mal die 750er Pfund Bomben langsam mal so komplett gekriegt. Das hier sieht interessant aus. 4x 500 Pfund Bomben, bloß die Gondeln. Was ist das hier für Raketen? Ach, das sind die schlechteren Varianten, ja. Die M56 war die stärkere, genau, davon 12 Stück. Das klingt schon mal nicht schlecht. Das hier ist auch eine ganz gute Zusammensetzung. Man hat nur 8 von diesen 500 mm Durchschlagsleistungsraketen und dann aber noch die Gondeln dazu. Was ist das hier? Steht nichts dabei. M49. Jo, keine Ahnung, was die drauf haben, die Babys. Also deutlich besser aufgebaut als die Vorgängerversion. Was hat dieses Premium-Ding für 5000? Für 8560 Golden Eagles ist dasselbe Ding, nur ÖE hinten dran. Also Exportmodell an die Österreicher. Tja, liebe Österreicher, ihr habt auch so ein Panoramaflieger mal gekauft, ne? Ich glaube, die Daten sind dieselben. Ja, Pi mal Daumen ein bisschen. Bisschen klein, bisschen schneller vielleicht hier und da. Bewaffnung. Oh, der ist so ein bisschen abgespeckt, wie ihr seht. Da sind keine Bomben dabei. Nur Raketen. Nur Raketen, Gondeln, ja, keine Bomben. Also da haben sie leider ein bisschen eingespart. Finde ich schade. Na gut. Ja, und das war's bei den Flugzeugen. Ja, gut. Dann, wenn ich euch informiert hatte, ne, lasst mir mal ein Like, ein Kommi und ein Abo da. Und ansonsten, ich wünsche euch noch viel Spaß mit den nächsten Videos. Ich halte mich jetzt nicht so lange auf, weil ich will hier noch schnell, ich will ja auch euch die ganzen Sachen erforschen und zeigen, wie die so sind und was die drauf haben, ne? Daher, ja, muss ich jetzt zacki-zacki machen. Also Leute, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, viel Spaß beim Zocken und beim Rausfinden selbst hier so ein bisschen und ja, bis zum zweiten Video. Ciao.